Für die heutige Sendung braucht ihr starke Nerven. Zumindest dann, wenn ihr Angst vor Spinnen habt. Halt, nicht wegschalten! Wir zeigen euch, wie ihr diese Angst überwinden könnt. Mhm, und ich habe natürlich einen Spinnenversuch vorbereitet. Ja. Oh. Hier, stell doch bitte mal diesen Wecker auf 8 Uhr morgens. 8 Uhr. Und was kommt jetzt? Ja, hoffentlich der Beweis eines Sprichworts. Hier, öffne doch mal diesen kleinen Kasten. Der dann explodiert. Was? Wie kommst du denn da drauf? Wer macht denn sowas? Nein, nein, einfach mal öffnen. Wirklich? Hm? Tja, Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Das Sprichwort stimmt. Gusi, Gusi. Hallo bei Wuselgusel. Hallo. Spinnen gehören nicht zu den Insekten, wie vielleicht manche denken. Sie sind eine eigene Tierklasse, die sogenannten Spinnentiere. Und dazu gehören zum Beispiel auch Skorpione. Und vor all diesen Tieren haben viele Menschen Angst. Wer hat schon Angst vor Spinnen? Millionen von Menschen in Deutschland. Du etwa nicht? Oh, natürlich nicht. Denn ich habe ja für die heutige Sendung eine ganz neue, eine noch nie dagewesene Idee. Du wirst ausrasten vor Überraschung. Ich werde zum Superheld. Zu Spider-Wus. Spider-Wus, Spider-Wus, er macht das, was die Spinne muss. Wusel, hä? Du willst also mal wieder ein Superheld sein. Mhm. Darf ich dich an deine letzten Versuche erinnern? Guck mal, das hier warst du als Bad-Wus. Dein Batmobil musste übrigens abgeschleppt werden. Ja, aber nur, weil der vor mir so plötzlich gebremst hat. Ha, nee, ist klar. Und guck mal hier, der unglaubliche Wulk. Ah, das war toll. Nur die Farbe ging nicht ab. Ja, und das hier warst du als Super-Wus. Ja, das Cape ist mir vor die Augen geflogen. Aber diesmal wird alles viel besser. Diesmal habe ich das Spider-Wus-Komplett-Paket bestellt. Spider-Wus, Spider-Wus, er macht das, was die Spinne muss. Ha, hier. Wow, Spider-Wus-Kostüm? Mhm. Inklusive genetisch veränderter Spinne. Um Superkräfte zu erhalten, lassen sie sich einfach beißen. Benutzung auf eigene Gefahr. Zum Glück sind normale Spinnen nicht sehr angriffslustig. Sie können nur beißen und nicht stechen. Und warte mal. Und das hier ist die Spider-Wus-Spinne. Die sieht ja toll aus. Oh, hier, guck mal. Sag mal, du hast ja doch Angst vor Spinnen. Nein, gar nicht. Na dann, hier. Wusel, wo die Spinne? Die Spinne ist weg. Ja, sie ist weg. Oh, die Spinne ist weg. Oh. Na gut, der ach so mutige Spider-Wus und ich zeigen euch jetzt erstmal, warum Spinnen eigentlich unsere Freunde sind. Sind sie nicht? Doch. Da. Es heißt, ein Mensch ist niemals weiter als 3 Meter von irgendeiner Spinne entfernt. Denn es gibt unglaublich viele Arten. Man schätzt bis zu 100.000. Und ständig werden neue Spinnenarten entdeckt. Die kleinsten sind weniger als 1 Millimeter lang. Die größte hat einen Körper so groß wie eine CD und heißt Goliath-Vogelspinne. Auch die in Deutschland verbreitete und unbeliebte Zecke ist übrigens ein Spinnentier. Viele Menschen fürchten sich vor den achtbeinigen Krabbern. Dabei sind Spinnen sehr nützliche Tiere. Sie vertilgen nämlich für uns lästige Insekten wie Stechmücken. Habt ihr also ein paar Spinnen im Haus, solltet ihr froh sein, denn das bedeutet weniger Mückenstiche. Es gibt nur wenige Spinnen, vor denen man sich wirklich in Acht nehmen sollte, denn die sind giftig. Die Sydney-Trichternetzspinne gehört dazu. In der Paarungszeit sucht diese Spinne gerne kühle Plätze auf. Und die findet sie vor allem in der Nähe des Menschen, in Zimmerecken, Kleidungsstücken oder in Schuhen. Und wenn ein Mensch dann unachtsam ist, beißt sie zu. Australier wissen das und schütteln morgens immer ihre Schuhe aus. Sie achten auch darauf, wo sie hintreten und greifen. Diese Spinne lebt aber weit, weit weg in Australien. Bei uns braucht ihr keine Angst zu haben, dass euch irgendeine Spinne angreift.
Oh, wo ist die Spinne? Oh, wo ist die Spinne? Spinne! Ah, oh, wenn die mich beißt! Oh, wenn die mich beißt, die Spinne! Oh. Aber das sollte sie doch! Wusel wollte sich in Spider-Wus verwandeln, aber leider ist die dazugehörige, genetisch veränderte Spinne abgehauen. Wusel, ganz ruhig! Ich bin ja bei dir, okay? Es gibt einen kleinen Trick, wie deine Angst vielleicht ein klein bisschen besser wird, okay? Ich zeig dir jetzt Spinnenbilder und du guckst sie dir ganz genau an und beschreibst sie. Bereit? Wenn du meinst. Na komm, hier. Ah, groß und haarig! Ja, aber schau mal ganz genau hin. Welche Farbe haben die Haare, wie lang sind sie und wie viele Beine hat die Spinne? Rot und schwarz. Und 8 Beine, wie bei allen Spinnen. Sehr gut, Wusel. Siehst du, du bist schon viel näher rangegangen. Wenn man vor etwas Angst hat, dann hilft es, sich die Sache näher anzuschauen und auf Kleinigkeiten zu achten. Guck dir mal die Augen an, Wusel. Also die hat ganz viele schwarze, runde Augen. 1, 2, 3, 4. Insgesamt hat jede Spinne 8 Augen. Pass auf, ein Bild habe ich noch. Ah, die hat ein Kreuz auf dem Rücken. Das ist auch eine sogenannte Kreuzspinne. Die gibt's auch bei uns. Aha. Au! Oh, ja. Meine Spider-Fußspinne, die hat dich gebissen. Tut es sehr weh. Ja, aber was passiert denn jetzt? Bini, dir wird nun eine große Ehre zuteil. Du wirst zum Spider-Bini. Spider-Baby, der macht das ja, das meine ich. Manchmal das Lied weiß, was mit mir passiert. Spinnen gelangen auf verschiedene Weise an ihr Futter. Einige Arten bauen Netze und andere lauern ihrer Beute auf. Springspinnen sind Jagdspinnen und wie der Name schon sagt, springen sie ihre Beute an. Diese Spinnen leben auch in unseren Wäldern. Sie sind aber sehr klein und greifen garantiert keine Spaziergänger an. Andere Jagdspinnen leben am Wasser. Diese hier angelt sich einen Fisch, der fast so groß ist wie sie selbst. Die meisten Spinnenarten fangen ihr Futter aber mit einem Netz. Mit ihrem Hinterleib produzieren sie einen sehr dünnen Faden, der es in sich hat. Er ist 4-mal so reißfest wie ein vergleichbar dünnes Stahlseil. Die Netze sind eine fast unsichtbare Falle, in die die Beutetiere fliegen, sich verfangen und kleben bleiben. Die Spinne bemerkt die Berührung des Netzes, dann ist sie blitzschnell zur Stelle, lähmt die Beute mit einem Giftbiss und spinnt sie ein als Vorrat für später. Doch warum bleibt die Spinne nicht selbst kleben? Nicht alle Fäden sind klebrig. Die Spinne weiß ganz genau welche und auf denen läuft sie dann eben nicht. Ein viel kleineres Netz bauen die Lassospinnen. Es funktioniert wie ein Fischnetz. Mit den Vorderbeinen spannen sie es auf und fangen so ihre Beute. Zum Glück konnten wir Wusels Superspinne wieder einfangen. Aber leider hat sie mich vorher gebissen. Au. Wusel, was passiert denn jetzt mit mir? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, steht hier. Oh, zum Glück. Ach nein, das gilt nur für die Spinne. Für dich steht hier viel Glück. Sie werden es brauchen. Oh, na toll. Bei uns leben übrigens keine gefährlichen Spinnen, außer der hier von Wusel. Und auch anderswo sind Spinnen harmloser, als viele Menschen glauben. Der Biss einer Vogelspinne ist etwa nur so schlimm wie ein Wespenstich. Ach. Gefährliche Spinnen gibt es fast nur in Australien. Na, was stellst du dich denn dann so an? Ich will kein Spider-Beni werden. Das verstehe ich. Danke, Wusel. Ja, niemand würde sich so verwandeln wollen. Ohne ein Spider-Beni-Kostüm. Ich flitz gleich los und besorg dir eins. Nein, besser, ich näh dir eins. Ich weiß auch schon wie. Wusel, warte! Spinnenmännchen leben gefährlich. Dabei wollen sie eigentlich nur für Nachwuchs sorgen. Doch das danken ihnen die Weibchen überhaupt nicht. Spinnenmännchen sind meistens etwas kleiner als die Weibchen.
Hat sich ein Paar gefunden, dann legt das Weibchen kurz darauf Eier. Viele Arten verpacken diese Eier in einen Kokon. Der wird dann gut versteckt oder das Weibchen trägt ihn mit sich herum, bis die kleinen Spinnen schlüpfen. Die sehen meist wie eine Mini-Version ihrer Eltern aus. Viele junge Spinnen suchen dann einfach ihren eigenen Weg. Bei einigen Arten leben sie aber tagelang auf dem Rücken der Mutter. Als Schutz vor Feinden, wie hier bei der Wolfsspinne. Doch warum müssen manche Spinnenmännchen nun besonders Angst haben? Für Spinnen ist alles Lebende in der richtigen Größe ein Beutetier, auch andere Spinnen. Nähert sich also ein Männchen und das Weibchen hat Hunger, kann es schon zu spät sein. Deshalb haben manche Männchen einen Trick entwickelt. Sie spinnen einen speziellen Faden und zupfen oder klopfen daran herum. Man kann sagen, sie spielen dem Weibchen ein Liebeslied. Und dann weiß es, das hier ist kein Futter. Andere Männchen bringen sogar eine Fliege mit als Geschenk. Dann ist das Weibchen satt und lässt das Männchen in Ruhe. Die meisten Spinnen haben 8 Augen. Der Körper der größten Spinne ist so groß wie eine CD und der Spinnenfaden ist 4-mal so fest wie ein ebenso dickes Stahlseil. Ja. Und mir kommt hier so ein Faden aus dem Arm. Ja, alles klar, danke. Sag mal, Wusel, hast du jetzt erfahren, wie wir meine Spinnenverwandlung rückgängig machen können? Ja, also ein Gegengift gibt es leider nicht, aber dafür eine andere, ganz einfache Lösung. Sie wird dir nur nicht gefallen. Egal, ich bin zu allem bereit. Ja, dann nimm mal den Deckel ab. Na gut. So. So, der Biss der Spinne hat dich verändert. Und das müssen wir rückgängig machen. Ja, ich weiß, aber wie? Indem du jetzt die Spinne beißt. Aber tu ihr bloß nicht weh. So, jetzt habt ihr aber genug Videos gesehen, oder? Was? Ihr wollt noch mehr? Aber es ist doch schon so spät. Solltet ihr nicht langsam schlafen? Moment. Ja. Ihr werdet müde. Ganz müde. Noch müder. Warum schlaft ihr denn nicht ein? Ihr müsst doch auf das Ding hier gucken und dann... Ach, ich muss jetzt erstmal ein Nickerchen machen, glaube ich. Ihr könnt ja noch ein Video gucken.